Yo, was geht ab, Leute? Pau hier. Ich werde immer wieder gefragt, Pau, was für Kameras benutzt du, was für Objektive benutzt du, was für Equipment benutzt du und. Und deshalb dachte ich mir, heute wird es wieder mal Zeit für ein Was ist in meiner Kameratasche Video. So, was ist in meiner Kameratasche drinnen? In diesem Video möchte ich euch einfach so zeigen, was habe ich drinnen und vor allem, wie benutze ich das oder wofür benutze ich das. Es bringt ja nichts, einfach zu sehen, okay, du hast das, aber was machst du denn damit? Und genau diese Fragen werde ich euch heute auch beantworten. Und genau, ich finde es immer interessant, einfach in die Kamerataschen von anderen Leuten reinzuschauen oder von meinen Fotografenfreunden reinzuschauen, weil man dann immer wieder sieht, so, okay, was benutzt der denn und wie benutzt der es? Und das gibt dann immer Inspiration für die eigene Arbeit. Und deswegen ist es immer sehr interessant. Zur Tasche selbst ist, diese ist von Bilora. Die habe ich mir vor 2 Jahren mal gekauft. Und die ist total super. Die hat, ich glaube, knapp unter 80 oder knapp unter 100 Euro auf jeden Fall gekostet. Und die ist mega. Sie hält robust. Okay, hier ist sie ein bisschen am Auseinanderfallen zurzeit. Aber wie gesagt, 2 Jahre hat sie schon echt einiges durchgemacht und ist immer noch top fit. Genau, was ich an der Tasche auch besonders so mag, ist hier, dass es hier in so Abteilungen eingeteilt ist, sodass man überall gleich Zugriff zu den Teilen hat. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil während des Shootings will man schnell was nehmen. Okay, ich brauche eine neue CF-Karte, ich brauche ein neues Objektiv oder ein anderes Objektiv, einen neuen Akku. Und wenn man dann sofort alles hier so aufgeteilt hat, ist es natürlich extrem praktisch und viel, viel schneller zu erreichen. Genau, aber was jetzt tatsächlich hier drinnen ist. Gut, ich fange einfach mal an mit dem Kernstück natürlich. Das ist meine Kamera. Das ist die Canon 5D Mark II. Die habe ich schon seit 2 Jahren. Und das ist sogar meine zweite 5D Mark II. Also ich bin da nicht auf die 5D Mark III gegangen, sondern ich habe mir einfach eine neue 5D Mark II gekauft. Weil die Kamera, die ist super. Die tut genau das, was ich möchte. Die Qualität ist super. Und genau, 5D Mark II. Damit mache ich alle meine Fotos. Und ist super. Also für alle Shootings, die ich mache. Aktuell ist gerade ein 85mm 1.8 drauf von Canon und das ist auch mega. Damit mache ich, keine Ahnung, 80% meiner Porträtaufnahmen mache ich mit diesem Objektiv, weil das einfach eine schöne Porträtbrennweite ist. Ist nicht zu weitwinklig, beziehungsweise überhaupt nicht weitwinklig und auch nicht zu nah dran und komprimiert, dass man wie ein Pfannkuchen ausschaut. Deswegen benutze ich das sehr, sehr gerne für meine Porträts. Und genau, Blenden, sagt man, Blendenschutz natürlich oben dran. Und ja, Batteriegriff ist auch hier dran. Den finde ich sehr praktisch, weil ich sehr gerne Hochformat fotografiere. Und im Hochformat ist es natürlich praktisch, wenn man hier diesen Hochformat-Auslöser hat und dann so abdrücken kann. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und by the way, all diese Sachen, die ich euch heute zeige, die sind alle in der Beschreibung, wenn ihr selbst was davon wollt. Und das sind sogenannte Affiliate-Links von Amazon. Das heißt, wenn ihr über diese Links etwas kauft von diesen Sachen, supportet ihr mich auch damit, weil ich dann ein kleines bisschen was bekomme. Also es ist nicht die Welt, aber jedes kleines bisschen Unterstützung hilft natürlich mir weiter und vor allem dann das Ganze wieder hinein zu investieren und besseren Content zu machen. Deswegen freue ich mich dann natürlich, wenn ihr die Sachen dann über diese Links kauft. Und genau, alles wird da drinnen sein. Was habe ich hier noch drinnen? Hier drinnen ist meine GoPro. Also sollte sein, hoffentlich. Genau, meine GoPro Hero 5, damit filme ich sehr gerne behind the scenes und damit filme ich auch einfach sehr gerne, wie sagt man, Actionaufnahmen bzw. Sport und so weiter und einfach da, wo man Action braucht. Ja, Action, das Ding ist dafür gedacht und einfach robust und stabil und vor allem so praktisch einfach in die Hosentasche mitnehmen und die GoPro ist am Start, hat eine super Qualität. GoPros haben diesen GoPro-Look, den ich immer noch nicht so ganz haben kann. Also wenn ich bevorzugen kann, mit der 80D zu filmen, mit der ich jetzt gerade in diesem Moment filme, oder mit der GoPro, dann würde ich immer mit der 80D gehen, weil die GoPro hat so einen Look, diesen GoPro-Look, den ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist sie auch eine super Kamera, kann 4K und deshalb unbedingt ein Muss in meiner Tasche. Und hier drinnen sind einfach so kleine Sachen für den Kopf zum Beispiel und sonst so Aufstecker für die GoPro, einfach die GoPro-Gadgets und ja.
sind sehr, sehr praktisch, wenn ich das dabei habe. Und weil ich manchmal einfach on the go, wenn ich meine Kamera dabei habe, beziehungsweise meine Tasche dabei habe und irgendwie was Cooles sehe, nehme ich einfach gerne auch mal ein Video auf für B-Rolls, die ich dann irgendwie in Videos einbauen kann. Und deshalb ist die GoPro so praktisch zum überall dabei haben. Hier drinnen habe ich mein Rode Mic Pro, das ist mein Vlog-Mikrofon, das habe ich immer auf der 80D drauf. Wenn ich unterwegs bin zum Vloggen, sieht dann so aus, also auf der 5D. Mit der 5D filme ich nicht, mit der mache ich nur Fotos eigentlich grundsätzlich. Manchmal auch ein bisschen, aber eigentlich filme ich nur mit der 80D. Und die 80D ist einfach mega mit dem Autofokus und mit den ganzen Einstellungsmöglichkeiten, Timelapse. Über die 80D mache ich auch mal irgendein Review. Abgefahrene Kamera, kann ich nur empfehlen. Genau, und ja, so sieht es dann aus und so halte ich das dann immer vor mich und quatsche, bla 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 bla. Ihr kennt es ja aus den Vlogs. Genau. Und das Rode Mic Pro ist super, super Qualität. Audio ist so wichtig. Viele Leute denken sich, sie brauchen die fancy Kamera und super Licht und so weiter. Aber dann vergessen sie vollkommen den Ton. Und der Ton ist so, so wichtig bei Video. Und der Kern einfach, wenn du schlechten Ton hast, dann kann man sich das Video nicht anschauen. Und deswegen ist es gut, in so ein Rode Mic zu investieren oder in ein Mikrofon überhaupt, dass die Audioqualität einfach viel besser wird. Genau, jetzt kommen wir zu meinen... Oh, ich habe so viele Babys hier drin. dieses schöne Stück hier, habt ihr bestimmt schon öfters gesehen, meine DJI Mavic Pro Drohne. Dieses Teil ist absolut abgefahren und ich liebe meine Mavic. Ich habe sie immer dabei, auch selbst wenn ich nicht die Tasche dabei habe, habe ich sie im Rucksack dabei, weil sie so klein ist und praktisch. Und wenn es sich mal ergibt, der Sonnenuntergang gerade mega ausschaut oder diese Landschaft cool ausschaut, mache ich ein Foto oder Videos mit der Mavic und... Absolut abgefahrenes Teil. Ja, ich mag es. Ich mag es sehr. Mittlerweile gibt es ja auch die DJI Mavic Air. Ich habe kurzzeitig darüber nachgedacht, soll ich mir jetzt auch die Mavic Air kaufen? Und dachte mir, ich habe mir erst die Mavic Pro gekauft. Vielleicht lasse ich das gerade bleiben. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber wer weiß, was in Zukunft alles folgt. Und hier habe ich noch die Fernbedienung drinnen. Und genau, so sieht die aus. Auch hier drauf. Und das ist... auch mein Baby. Das ist das 70-200er 2.8 von Canon. Obernice, obernice. Damit kann man so schöne Fotos und Videos machen. Einfach dieser weiche Hintergrund, dieses Bokeh und dieses... Sieht einfach aus wie Butter, der Hintergrund, wenn man mit dem auf 2,8 und 200 mm filmt oder auch nur auf 100 mm filmt. Das sieht richtig schön aus und deswegen mag ich dieses Objektiv so sehr. Für Fotoshootings benutze ich das auch recht häufig, dann mehr so in Street-Style-Richtung und... genau, auch Porträt teilweise. Durch die 70-200 ist es einfach mega, weil man diese Vielseitigkeit hat. Halt, auch für Landschaftsfotografie zum Beispiel habe ich das so gern hergenommen. Und zum Beispiel zuletzt in Peru war das vor allem, habe ich das so gern hergenommen. Dieses Objektiv, das war die ganze Zeit auf meiner Kamera da drauf. Man glaubt es nicht, 70-200 für Landschaften. Da hatte ich noch ein anderes noch dazu. Aber vor allem war das schön für Porträts von echte authentische Porträts von Menschen. Einfach, wenn man weiter weg steht und jetzt nicht den Moment unbedingt verfälschen möchte, kann man damit schöne Fotos machen. Den Leuten dann natürlich zeigen und sagen, hey, ich habe ein Foto von ihm gemacht, das ist cool für dich. Das ist natürlich wichtig, ja, nicht heimlich im Busch verstecken und dann irgendwelche Leute fotografieren. Hier noch Akkus für die DJI Mavic Pro, 2 Akkus, also ich habe insgesamt 3 Akkus, weil, ja... Eigentlich brauche ich niemals 3 Akkus, aber ich habe mir damals diese Fly More Combo gekauft und da waren die 3 Akkus dabei und ich dachte mir, du brauchst so viel Zeit, aber eine halbe Stunde fliegen mit der Mavic ist echt eine Menge Zeit und da kann man viel mit anstellen, deswegen, ja, aber auf jeden Fall habe ich diese 2 Akkus auch noch da drin. Hier kommen wir jetzt zu meinem 50mm 1.4 von Canon und das nehme ich auch super gerne für Street-Style-Fotografie her und 50mm 1.4, ich hatte am Anfang das 50mm 1.8, was auch super war und dann dachte ich mir aber irgendwann, okay, ich glaube es ist Zeit, ein bisschen hier abzusteppen und abzugraden und habe mir das 50mm 1.4 gekauft, ist auch super, Qualität ist top und durch die 1.4 bekommt man natürlich noch ein bisschen mehr Licht rein als bei der 1.8 und die Qualität, wie gesagt, die Schärfe von den Bildern ist super und ich mag dieses Objektiv definitiv. Früher habe ich das viel mehr benutzt, aber jetzt, ich weiß nicht, jetzt tritt es ein bisschen so zur Seite, da ich die anderen habe.
Also für die Porträts selbst, wie gesagt, ist 85mm und das ist mehr so das Street-Style Objektiv und ja, auch hier ein Blenden, vergessen, Gegenlichtblende, genau, ich vergesse immer das Wort dafür. Und ganz wichtig hier drinnen sind Putzsachen. Ich habe hier mal ein Video gemacht, wie man die Kamera putzt und vielleicht schaut ihr euch das mal an. Das ist nämlich sehr interessant und sehr wichtig, dass man die Kamera hin und wieder mal sauber macht. Hier der Blasebalg drinnen zum Abpusten und sonst hier genau ein Objektivreiniger, Glasreiniger. Also nicht Glasreiniger, die Flüssigkeit, sondern ein Objektivtuch sozusagen. Bitte tut kein Glasreiniger auf eure Kamera drauf. Dafür gibt es so coole Sachen. Das ist speziell dafür gedacht, Sensorreinigungsflüssigkeit. Leider ist da jetzt das, wie sagt man, das Etikett abgegangen, deswegen sieht es ein bisschen komisch aus. Aber ja, genau, das benutze ich immer, mache kurz einen Tropfen, einen kleinen Tropfen auf das Tuch und dann wische ich das Objektiv oder ja, das Glas vom Objektiv. Ups, das war jetzt hier ein bisschen viel Zeug hier. Das Glas vom Objektiv wische ich dann ab und dann ist es wieder sauber. Und deswegen habe ich es immer dabei, weil man weiß nie, wenn irgendwie was dreckig ist und dann mitten im Shooting einen Fleck da auf der Kamera zu haben, Sensorfleck oder auf dem Objektiv, ist absolut nervig und deshalb immer vorbereitet sein. Und jetzt kommen wir zu meinem neuesten Schatz. Und zwar ist es das Sigma 20mm 1.4 Art und boah, diese Sigma-Reihe ist absolut abgefahren. Also ich kann es kaum beschreiben. Die Qualität, die Schärfe ist einfach on point. Die Farben sind einfach, keine Ahnung, die sind total abgefahren, brillant. Total, ein totaler Gegensatz zu dem, was ich mit meinem 50mm zum Beispiel mache. Deswegen wird das langsam so zu meinem Street-Style oder draußen Fotografie, Sportfotografie, Objektiv. Habe ich jetzt noch nicht so lange, das habe ich erst wirklich gerade erst bekommen, aber ich gewöhne mich noch dran, beziehungsweise ich habe mich schon dran gewöhnt, ich finde es total abgefahren, der Look und wow. Ich habe schon so oft Gutes gehört über diese Sigma Art Objektive, aber tatsächlich, dass sie wirklich so gut sind und ich war sofort so, okay, ich brauche auch das 50mm 1.4 von Sigma, also der Art-Reihe, weil das ist total abgefahren. Und der Look, wie gesagt, es ist ein super Weitwinkel mit 20mm, das ist schon extrem weit, aber da kann man coole Sachen anstellen, wenn man das geschickt macht. Und genau, jetzt geht's hier rein, also das war jetzt dieser Bereich hier. Und hier kann man das nochmal gut sehen, dass alles schön aufgeteilt ist. Hier ist die Kamera drin, hier ist die Mavic, hier ist die Mavic drin, hier sind die Akkus gewesen, hier ist das große Objektiv und absolut mega coole Tasche, dadurch, dass es so aufgeteilt ist, zack, zack, zack und du weißt sofort, was du hast. Und hier ist jetzt der zweite Bereich, das ist dann mehr so für die Kleinigkeiten, für den Krimskrams. Hier oben habe ich, das ist so ein bisschen unpraktisch. Hier oben habe ich meine Filter drinnen. Also das ist mein Filterset. ND-Filter, CPL-Filter und irgendeinen Filter, den ich noch nie benutzt habe. Und einen anderen ND-Filter. Also verschiedene Stärken. Richtig, richtig gut. Also den ND-Filter, das ist mein neuester hier. Der war recht teuer, aber der ist super von Heuer. Genau, ND-Filter, absolut das Wichtigste. Also wenn ich alle anderen nicht habe, egal, ich brauche Hauptsache meinen ND-Filter, weil ND-Filter sind zum Filmen so, so, so wichtig. Du kannst praktisch nicht filmen ohne ND-Filter, weil sie machen das Bild dunkler, wodurch man eine offene Blende wählen kann, selbst bei hellem Licht, weil man ja die Verschlusszeit weit unten halten muss bei Film, 50stel Sekunde bei 24 Frames die Sekunde. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, wird hier auch irgendwo eingeblendet, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr euch dafür interessiert, warum dieser Filter so, so wichtig ist für mich und alle anderen Filmemacher und Fotografen. Und genau, schaut euch das unbedingt an, wenn euch an die Filter interessieren, sehr wichtiger. Und sonst habe ich hier drinnen auch noch einen ND-Filter oder ND-Filter-Set von Polar Pro für die Mavic. Also selbst für die Mavic habe ich ND-Filter, denn das macht auf jeden Fall einen Unterschied bei Drohnenfotografie und Videografie. Und hier habe ich einen ND-Filter, beziehungsweise drei ND-Filter. Einer ist gerade an der Mavic dran. Das hier ist der 16er. Das hier ist 8, ND8 und das ist ND32, was da gerade an meiner Mavic dran ist. Und unbedingt, unbedingt ND-Filter, wie gesagt, kann ich nicht deutlich genug betonen.
Hier drinnen habe ich nur ein Ansteckmic von Rode auch. Also Rode, ich habe alle meine Mikrofone, all mein Audio ist von Rode, weil Rode Qualität ist und super gut ist. Und deshalb, ja, genau. Das ist so ein Lavalier-Mic, das kann man hier anstecken für Interviews zum Beispiel. Benutze ich das sehr gerne. Und das ist auch hier drinnen. Hier drinnen, genau. Ein Filtergewinde in verschiedenen Größen. Das heißt, ich kann meinen ND-Filter, den großen, der passt ja natürlich jetzt nicht auf dieses Objektiv drauf. Deswegen kann ich das einfach hier dran schrauben. So. Und dann, ups. Also auf jeden Fall kann ich das hier dran schrauben und dann den ND-Filter hier dran machen und automatisch passt es dieser 77mm ND-Filter auf das 52mm Objektiv und das ist sehr wichtig für mich, weil ich ja auch gerne mit diesem Objektiv filme und deswegen brauche ich auch dafür einen ND-Filter. Gut, genug über ND-Filter schon wieder. Yes! Hier oben habe ich dann noch meine Akkus drinnen, eine Menge Akkus, das sind jetzt nur so die Hälfte ungefähr, weil vom Filmen her, die ganze Zeit filmen, braucht man ständig neue Akkus, das ist einfach so und deswegen bin ich da gut vorbereitet, dass da auch nichts ausfällt und vor allem die 5D Mark II nimmt auch dieselben Akkus, deswegen habe ich da einfach die doppelte Anzahl. Und ja, sonst habe ich hier noch einen Fernauslöser für die 80D und meine Weißabgleichkarte, mit dem ich meinen Weißabgleich wähle. Weißabgleich, wie das geht, habe ich auch im Video. Genau, findet ihr alles auf dem Channel, wenn euch das interessiert, wie man richtig Weißabgleich setzt, egal in welche Lichtbedingungen, dass man immer garantiert den richtigen Weißabgleich und das richtig schön ausschaut und man das Ergebnis bekommt, das man sich vorstellt. Genau. Und sonst hier drinnen. Noch ein, noch die Speicherkarten, wichtig für die 5D Mark II, CF-Karten, die sind etwas größer und für die 60D SD-Karten, die sind etwas kleiner und praktischer. Mittlerweile werden alle Kameras eigentlich nur noch mit SD-Karten bedient, weil diese CF-Karten sind so riesig und so unpraktisch, deshalb, ja, aber da ich noch die 5D Mark II habe, bin ich auf diese CF-Karten angewiesen, hier noch mehr und ja, das ist so, was ich hier drinnen habe. Und sonst war es das eigentlich auch schon fast. Hier drinnen ist eigentlich so ein Laptop-Fach, aber das benutze ich eigentlich nie für meinen Laptop, sondern für meine ganzen Notizen. Es ist sehr, sehr wichtig, sich immer Notizen zu machen, wenn man neue Ideen hat, wenn man Ideen für YouTube-Videos hat zum Beispiel, alles aufzuschreiben. Ich bin ein Mensch, der ordnet sich gerne auf dem Papier, wenn der Kopf voll ist, brauche ich etwas zum Aufschreiben und deswegen ist es immer dabei, sodass ich immer dafür bereit bin, wenn die Idee kommt. Und hier habe ich eine Powerbank, die ist auch sehr wichtig, weil man damit das Handy aufladen kann, weil man damit die GoPro aufladen kann, weil man damit die Mavic-Fernbedienung aufladen kann. Dieses Ding muss in dieser Tasche sein, wenn ich unterwegs bin, damit ich keine Krise bekomme, wenn der Akku plötzlich leer geht bei irgendeiner dieser Geräte. Und genau, von Anker, gute Qualität, kann ich auch nur empfehlen. Hat mir ein Freund empfohlen und ich fand es cool und deswegen habe ich diese Anker Powerbank. Und hier drinnen nur noch so Krimskrams, Strap, ein Kamerastrap von der 80D habe ich abgemacht, weil mich das nervt. Zum Filmen braucht man keinen Kamerastrap, es sei denn, man nutzt ihn als Trick, um das Bild stillzuhalten, quasi, dass man den Strap, wie bei dieser Kamera hier, wo ich den dran habe für die Fotos, so festmacht und dann kann man quasi hier so ziehen und so coole stille Shots machen. Kleiner Trick am Rande oder Bonustipp. Und genau, das ist so das, was ich hier drin habe. Extra Propeller für Mavic-Akkus, falls man sie mal crasht, hat man immer Propeller. Und ja, man sieht, ich habe schon den ein oder anderen Propeller gebraucht. Passiert. Gerade am Anfang, wenn man eine Drohne hat, dann weiß man nicht genau so, wie das funktioniert zum Fliegen. Und dementsprechend fliegt man die ein oder andere Drohne gegen die Wand und dann sind die sehr stabil, wenn es nicht zu hoch ist. Ja, und das ist es eigentlich soweit. Also das hier, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ich tue mal die Kamera kurz dahin. Das ist so das, was in meiner Kameratasche drin ist. Ihr seht, das ist eine ganze Menge Zeugs hier und dementsprechend ist diese Kamera... Oh, man hört mich, glaube ich, gar nicht gerade. So, also das ist das ganze Zeug, das ich hier habe und man sieht, es ist eine Menge... Und es ist eine schwere Kameratasche, aber die hält es aus. Und mein Rücken hält es auch aus,
Deswegen brauche ich kein Fitnessstudio oder sowas. Ich schleppe einfach lieber meine Kameratasche rum. Genau, dieses Zeug, das habe ich über die Jahre, also ich fotografiere jetzt mittlerweile schon fast seit 3 Jahren. Und Schritt für Schritt ist es alles zusammengekommen. Ich habe nicht alles auf einmal gekauft, sondern es ist Schritt für Schritt. Ich habe einen neuen Auftrag bekommen, habe es dann reinvestiert, neuen Auftrag bekommen, reinvestiert. Und so baut man sich das Schritt für Schritt auf. Das Zeug ist mega teuer und ich weiß es ganz genau. Und das ist nichts, was man sich jetzt einfach so schnell kauft. Und da möchte ich euch einfach sagen, hey, lasst euch nicht entmutigen, das hier kommt mit der Zeit, wenn ihr richtig reinhaut, wenn ihr immer weitermacht und Gas gibt, schön fleißig fotografiert, schön fleißig euer Business aufzieht, sag ich mal, euer Fotografie-Business, wenn das euer Plan ist, und dann, genau, kriegt man so schöne Sachen. Und darüber freue ich mich natürlich sehr, dass ich das Ganze zur Verfügung habe. Und ja, genau, das ist das, was in meiner Kameratasche ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und getaugt und ihr habt mal ein bisschen was gesehen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Sachen habt, dann in den Kommentaren lassen, wie oder warum ich das benutze, habe ich euch ja mehr oder weniger schon erklärt. Und genau, aber trotzdem, wenn Fragen sind, einfach da lassen und abonniert den Kanal für weitere coole Tutorials, Quick Tips und all diese schönen Sachen. Ich freue mich, dass ihr hier immer schön am Start seid auf dem Kanal und freue mich auf die Zukunft. Wir haben großartige Dinge geplant jetzt so, wir zusammen, und darauf freue ich mich sehr. Genau, und das war's jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, stay awesome und bis dann. Haut rein. Ciao.